Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist Visier dran in der Show mit einer extra Ausgabe von Haunted Horror Biohazard 3. Im letzten Teil habe ich ja das Spiel beendet, aber auf der einfachen Schwierigkeit. Und nun werde ich mich nochmal versuchen. Ich denke, ich werde es auch versuchen, in einen Part zu packen. Nämlich so eine Art Time Attack, ja. Denn es gibt noch die schwierige Stufe, bei der man mehr Zombies begegnet. Und es gibt dann den Countdown, weil die Stadt soll ja bombardiert werden, um eine Ausweitung der Epidemie, der Zombie-Apokalypse, der Infizierung zu vermeiden, ja? Und der Countdown beträgt... Hat jemand ziemlich fertig die Tür so gemacht. Ach du Liebspielchen. Die Zombies kommen, verschließt die Türe. Die Zeit beträgt 45 Minuten. Ich hätte für meinen normalen Durchlauf die doppelte Zeit gebraucht. Da ich jetzt aber auch weiß, wo ich was finden muss, wo ich was für Codes brauche, muss ich, glaube ich, einfach nur noch aufpassen, wenn da die ganzen Zombies kommen. Neues Spiel. Also genau, leicht, weniger Gegner, Countdown aus, Original, also die Originalschwierigkeit, echtes Überleben, Countdown an. Ich habe ja gesagt, ich möchte mindestens einen Versuch starten. Wie weit ich komme, gucken wir mal. Ob ich noch eine zweite Runde mache, keine Ahnung. Ich möchte zumindest einmal probiert haben, um zu zeigen, wie das aussieht. Der Countdown läuft schon. Alles klar. Moment. Das mit der Information und alles ist es schon weg. Da stand jetzt, glaube ich, schon, dass der Countdown läuft. Okay. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht so viel reden, beziehungsweise ich werde mehr darauf eingehen, was ich tun muss. Und einfach versuchen, mich darauf zu konzentrieren, wo ich hin muss, was ich tun muss, dass ich ausweiche, bliblablub, alles klar, holen uns die Waffe. Einmal die Schmächer, einmal die Pistole, einmal das Magazin vom Playball, die beste Ausgabe überhaupt. Hier ist sie nicht. Da ist das Magazin, da war nix, da haben wir noch den... wahrscheinlich steht schon ein Zombie dran. Doch nicht. Verbandskasten. Also ich stelle mich ja darauf ein, dass alles soweit gleich ist. Aber wenn ich mir halt denke, es ist dann der schwierige Modus, es könnte doch trotzdem sein. Einmal nachladen, bitte Dankeschön. Es könnte trotzdem sein, naja, die Zeit, die läuft schon. Hab schon eine ganze Minute hier und der Bude verbracht. Na, Dankeschön. Okay, jetzt halt zu verschwinden hier. Da, im Grunde kann ich den einfach hier außen vor lassen, oder? Weil ich meine, die Karte brauche ich nicht. Es gibt da keine Sachen, die ich mir holen muss. Also ich kann einfach hier abhauen, oder? Oh mein Gott. Tut mir leid für dich. Und ich bin weg. Alles klar, hier kann ich auch einfach vorbei. Und eins, zwei, alles klar. Ich bin weg. Einfach raus. Billibub, ballabib. Du kriegst heute kein Fleisch. Keine Fleischwurst für dich. Nö. Sehe ich aus, als hätte ich einen in der Hose? Nein. Nein. Ich freue mich einfach, dich zu sehen. Moment, halt, stopp. Da passt jetzt gerade was nicht. Okay. Einmal speichern. Und einmal durch. Dankeschön. Okay, hier geht die Zombie... Jetzt geht hier Zombie-Dance los. Swiller, Swiller Time. Ja, da. Oh, ich bin sowas von tot. Ich bin tot. Doch noch nicht, aber ich habe ziemlich was abbekommen. Und einmal brechen, aufbrechen, brech die Schulter, hau ruck und alle guten Dinge sind drei. Dankeschön. Also dafür, wo ich jetzt hier einen ganzen Part gebraucht habe, wenn ich einfach hier mal zack, 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 zack die Bohne, heute regnet's blaue Bohnen mache, dann geht's gut. Aber ziemlich was eingesackelt. Ich habe ziemlich was eingesteckt. An Schaden. Nix hier. War hier was gewesen. Da war die Karte. Okay, da hole ich mir dann den Verbandskasten und die Munition. Einmal hier alles überspringen. Weil ich da. Es ist ja Nikolaus. War ja auch alle artig gewesen. Nein, dann gibt es hier die Peitsche und Bagole in die Socken rein. Gut. Wäre interessant gewesen zu sehen am Ende, was mit diesen Charakteren passiert ist. Ob die dann doch noch geflohen sind oder ob die gestorben sind. Was? Na gut, entweder das eine oder das andere. Stoppschlüssel, frag lieber nicht.
Alles klar, lass mich vorbei. Ich brauche das Magazin, ich brauche den Verbandskasten. Jawohl, gespeichert habe ich ja schon. Okay, dann geht's jetzt los hier. Rabadimbadabumbababa. Ach stimmt, ja, da kommen ja schon... hallo? Da kommen ja ein paar Feinde, habe ich vergessen. Ach, ich... Tatsache, das sind ja wirklich wer. Ich wusste gar nicht, dass man so Dauerschieß machen kann. Ich wusste gar nicht, dass man so Dauerschieß machen kann. Ich dachte, ich habe das immer einzeln gemacht. Damit ich hier bloß nicht hier, sag ich mal, die Zombies nicht erwische. Ja. Und damit es irgendwie durchgeht. Aber das wusste ich gar nicht. Gut zu wissen. Okay. Und aufgeschlossen, reingegangen, bitte, dankeschön. Gut, die Zombies, die hier sind, also, die stehen ja auch wieder auf, da kann ich auch einfach vorbeirennen. Neues Magazin, dankeschön, weggesteckt. Chips oder Energy Drinks kann ich mir ja nicht aufnehmen. Steht der wieder auf, das könnte jetzt sehr gut sein, daher nehme ich mal schnell mein Magazin. Oberschublade, da war nix. Unterschublade. Oltenschneider, bitte, dankeschön. Einmal speichern und ab die Bohne. Was war das gerade da rechts? Ich habe da eine Zahl gesehen, glaube ich. Ich bin weg. Hopp. Okay. Und jetzt muss ich irgendwie hier vorbei. Ich glaube, der beste Weg ist unten rum. Weil hier nicht so viele Zombies laufen. Jupp. Also wenn ich so weitermache, stelle ich hier noch einen neuen Rekord auf, würde ich sagen, oder? Da schon mit den flinken Beinen. Einmal weiter, bitte, dankeschön. Einmal die Waffe wechseln. Okay, dann kann ich mich nämlich gleich um die Zombies kümmern. Autsch. Ach so, das geht durch die durch. Aber... Dadurch kann ich dann auch den Zombie hinten dran treffen. Das ist praktisch. Okay, da kommen jetzt die Rattenviecher. Da mache ich das jetzt, da spare ich mir lieber mehr Munition. Komm her, du Rattenvieh. Komm her. Put, put, put. Mach dich kaputt. Jawohl, du wartest auf deinen Zug. Du wirst auch gleich hier zu Ratatouille verarbeitet. Komm doch her. Kommt doch her, verdammt. Kommt her, lauft in mein Messer. Lauft in mein Messer hier. Okay, die eine ist schon mal tot. Und die zweite ist auch tot. Wunderbar. So, einmal ein bisschen wechseln. Hab keine Munition mehr. Das ist ja bescheiden. Na, hoffentlich habe ich jetzt nicht diesen Glitch mit dem Speichern. Das wäre blöd. Okay, probieren wir mal mein Bestes. Gut, alles klar. Hat alles funktioniert. Wo war der Lichtschalter? Da war der Lichtschalter. War nochmal irgendwo Munition versteckelt. Hier vielleicht. Da vielleicht. Dort vielleicht. Jetzt, wo ich was sehen kann. Verbandskasten. Prima. Magazin. Achso, ich kann ja erst nachfüllen, wenn meine Munition leer ist. Oh, jetzt sind ja zwei. Ach, das geht also doch durch. Habe ich also doch richtig gesehen. Alles klar. Hau ruck. Ja, gehst du mal bitte weg. Ich habe Zeitdruck. Hier ist nix. Hau ruck. Jawohl, dann komme ich ja sogar gleich hin. Dankeschön. Der hat ja gar nicht... Da konnte er ja gar nichts machen hier. So. Jetzt kommen die Zombies. Pikabu! Der macht ja gar nichts hier, die Flitzpiepe. Einmal hier den Verbandskasten nutzen. Volle Schleben, wunderbar. Einmal speichern, bitte, danke schon. Was sagt die Zeit? 9 Minuten! Erst 9 Minuten und ich bin schon so weit. Mein Fräse, das läuft ja wunderbar hier. Ach, stimmt ja mit der Karte hier. Einmal rein. Oh, jetzt muss ich mich an die Ventile erinnern. Wie waren die Ventile gewesen?
Aha. Der Basti hat sogar gemeint, ich wäre einer der Ersten gewesen, der da keine großen Probleme hatte. Ich glaube, das war rechts drehen. Nochmal nach rechts drehen. Bis es einsackt. Bis es stecken bleibt. War es doch nach links? War immer noch nach links? Okay, jetzt ist eingerastet. Einmal nach rechts. Nochmal nach rechts. Eingerastet. Wunderbar. Ausgeschaltet. Bitte, Dankeschön. Mit mir die Batterie. Jetzt kommt der Typ. Der liebe Nikolaus. Sieht ein bisschen aus wie dieser Reporter aus Spider-Man, wenn ihr mich fragt. Ich will Antworten von Spider-Man. Egal, was es kostet. Okay, einmal hier Kopfhörer richten. Elender Bastard. Zack, 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 zack. Ich habe keine Munition mehr. Das ist nicht gut. Okay. Bevor der mich jetzt nicht erwischt, tue ich ihn erstmal abstechen. Wunderbar. Einmal abspeichern. Und jetzt muss ich dann einfach nur wieder durchrennen. Ich habe ja sowieso keine Munition mehr, die ich verballern kann. Ja, Also ich glaube, ich muss nur wirklich mehr zutrauen, weil ich meine, ich rush hier ja durch. Okay, los geht's. Und hopp. Die Munition ist mein, die Munition ist mein. Du wirst mich nicht beißen, allerlei. Einmal bitte hier rein. War hier ein Zombie, da war ein Zombie. Schmeiß, lauf doch in mein Messer rein. Den Schlüssel hol ich mir, hol ich mir dabei. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Hey, lässt du wohl den Schlüssel liegen? Du Schmeiner, den kannst du sowieso nicht verwenden. Hast nicht das Hirn dafür. Ach, deshalb bist du meins. Du wirst mich vertilgen. Du wirst dir meine Intelligenz aneignen. Vergiss es. Wunderbar. Schlüssel für den Waffenshop. Einmal USB-Magazin. Hier ist nix. War hier ein Verbandskasten? Jawohl, hier war nichts gewesen. Alles klar. Laden wir die Waffe auf. Gerade schick. Einmal speichern. Einmal hier zurück. Und. Autsch, das hat der Weg getan im Genick. So. Dann tue ich gleich mal das hier triggern, dass ich dann gleich auch nach dem Motorrad fragen kann. Hä? Swirler Time! No! Habe ich keine Lust gerade auf Musik. Mein Leben steht hier auf dem Spiel. Objekt und Schlüssel. Alles klar, erstmal reden hier. Danach hole ich mir die ganzen Sachen. Hey, Kleiner, du hast hier überlebt. Möchtest du ein paar Muni? Möchtest du ein bisschen Muni haben? Möchtest du ein paar Waffen haben? Natürlich, dankeschön. Hey, eine Shotgun, bitteschön, geht's aufs Haus. Das Motorrad darfst du auch noch mitnehmen. Der Weg ist schwer. Und was sagt die Zeit? Viertelstunde habe ich gleich. Alles klar. Alles klar, den Motorrad schließe ich. Ich möchte also aber erstmal zurückgehen. Ja, ja, überrede ihn mit deinem Charme. Lass die Möpse frei. Okay. So, speichern darf ich ja, bevor ich losfahre. Ach, stimmt ja. Die Granaten, die habe ich ja nie verwendet. Bin ich ein Depp? Jetzt fällt mir gerade ein, ich hätte ja auch Granaten und so gehabt. Ich möchte jetzt mal testen. Da, Handgranaten. Wie sieht es aus? Oh mein Gott, das hätte mir so helfen können. Ich habe total verpennt, dass ich die habe. Total, sogar die Molotow-Cocktails mit Feuerschaden. Naja gut, ich war sowieso sehr vorsichtig gewesen, bin ja nur ein paar Mal hier gestorben, ansonsten war ja alles Tutti Frutti hier. Aber dennoch, dass ich das total vergessen habe. Naja, vielleicht nutze ich die beim großen Bosskampf, ja, dass ihr die da auch mal in Aktion gesehen habt. Vielleicht machen die ja sogar ganz gut Schaden, besonders der Molotow-Cocktail mit seinem Feuerschaden. Ist hier ein Zombie drin? Hätte mich irgendwie auch gewundert. So, einmal einschalten. Nichts zu finden. Lontex. Keine Ahnung.
Der ist immer noch zu. Alles klar. Batterie benutzt. Ja. Motorradschlüssel. Und der spuckt schon den schwarzen Rauch. Ich kann lauschen, Freunde. Motorrad benutzen. Ich hoffe, mein Plan funktioniert. Hat er schon mal. Ich kann es dir vergewissern. Freier Bahn mit Marzipan. Miau. Moment, ich war Vollgas, oder? Miau. 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 Hüp. Runter. Und hoch. Autsch. Aha. Mal sehen, ob. Einmal wurde ich jetzt getroffen. Mal sehen, ob das diesmal ohne klappt. Autsch. Und. Hüp. So würde ich auch gerne mal ein Motorrad benutzen können. Einfach hier wie beim Tetris. Hier hoch und runter wechseln. Das wäre cool. Alles klar, zwei drauf habe ich auch noch eingesetzt. Einer mehr als wie beim letzten Mal. Gut, ist in Ordnung. Ich habe hier genug Verbandskästen. Wie viel habe ich denn? Zwei Stück. Irgendwie hatte ich mehr in Erinnerung. Okay, ich könnte jetzt eigentlich gleich rein. Oder ich hole mir die Munition. Autsch. Hol dir mir die Muni, hol die Muni, hol die Muni hier zu dir, Schätzelein. Na, 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 hammer rein in Sicherheit. Ich mag die nicht. Und die, gegen die könnte die Granate auch sehr gut sein, oder der Molotov-Cocktail. Oder ich nehme gleich einfach halbe, ich habe noch eine halbe Stunde, das sieht doch wunderbar aus. Mhm. Okay, einmal abspeichern. So weit, so gut, so weit, so gut. So, da drin sind ja auch zwei Zombielein. Oder? Drei ist sogar. Na, dankeschön. Hey, was mache ich? Ich gehe erst nochmal raus. Ich muss mich anders platzieren. Aber wenn ich da jetzt meine ganze Munition nutze. Autsch. Hehehe. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Shotgun einmal nutzen. Autsch. Oh, ich habe sogar zwei auf einmal erwischt. Wupp, wupp. Die ist doch wunderbar. Einmal Verbandskasten. Munition. Kampfmesser. Ausstatten. Jetzt wird's gestechelt hier. Okay, okay. Ich weiß, es wird jetzt wieder Zeit für ein. Zeit in Anspruch nehmen, aber so bin ich. Wieso ist der jetzt schneller gestorben als sonst? Oberer Schalter, unterer Schalter. Und da brauchen wir zu Sprung zuvor funktioniert wieder. Wunderbar. Muss ich mich nicht irgendwo auf Stroh drauflegen? Muss keine Maske aufsetzen? Wunderbar, so läuft's doch. Okay, wie mache ich das jetzt bitte? Molotow, Handgranate. Ich habe sehr viel Patronen für die Shotgun. Ich glaube, sollte ich die mir aufheben. Wisst ihr was? Später werde ich sie. Moment. Da habe ich doch gerade was anderes. Also, Moment, stimmt. Ich habe mich falsch ausgestattet. Okay, ihr Schweine, jetzt seid ihr dran. Heute ist der Metztag. Eins, zwei, zwei. Hehehe. Das sind mehr als sonst. Oh, nachladen. Eins, zwei. Nachladen. Okay, stellt euch an. Einer nach dem anderen. Eins, zwei. Zwei auf einmal. Wunderbar. Komm. Stellt euch auf. Stellt euch auf. Jeder kriegt was ab. Eins. Zwei. Prima. Jawohl. So möchte ich das sehen. Hammer speichern. Wieder Dankeschön. Los geht's. Chips. Und ich bin auch noch gut in der Zeit. This is the loading song, which isn't very long. Jovo, that is my name. Back to the game. Irgendwie genieße ich das auch mehr, als ich dachte. Jihihi! Wo kommst schon du aber mal her, mein Freund? Puh. Puh,
Meine Fresse, der hat mich jetzt hier auf dem falschen Fuß erwischt. Einmal Verbandskasten nehmen. Club, volle Gesundheit, bitte. Dankeschön. Da war ja alles zu gewesen. Ja, stimmt. Das sind ja auch wieder noch mehr Zombies. Kommt her, komm her. Put, 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 ja. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Dankeschön. Leg dich hin mit deiner Eleganz. Ah, verdammt nochmal. 2 daneben. Keine Munition mehr, keine Munition mehr. Das ist bescheiden. Komm her, komm her. Ein paar Hiebe und dann ist vorbei. Und dann hole ich mir die Munition, die da unten liegt. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe einen Zeitplan. Aber ich glaube, ich liege wirklich gut in der Zeit. Ich liege gut in der Zeit. Einmal Munition, bitte, dankeschön. Nein, was möchte ich machen? Einmal das, einmal dies. Einmal nachladen, bitte, dankeschön. So, jetzt geht's hier rein. Hier ist ja auch einer drin. Was soll denn das hier? Patronen für die Shotgun. Bitte, dankeschön. Was ist das für... Da sehe ich doch rechts eine Zahl. 8? Moment. Da, hier, da rechts war eine 8 gewesen. Habt ihr das gesehen? Ich bilde mir das nicht ein. Ich habe da rechts eine 8 gesehen. Wofür ist diese 8 da? Moment, ich habe doch... Irgendwo brauche ich doch einen Schlüssel. Super, ich habe mir nicht gemerkt, wo ich den Schlüssel her habe. Wo habe ich den Schlüssel her? Der war, glaube ich, der war hier drin, oder? Nein. Aha, da war der Schlüssel. Gut, ich dachte schon, bin ich jetzt hier blöd. Da waren Zahlen aufgeploppt. Jetzt sag bitte nicht, das war ein geheimer Code, den ich mir merken müsste. Einmal verwendet, da sind wahrscheinlich jetzt 2 Zombies drin, weil beim letzten Mal war nur einer drin. Kommt, ach verdammt nochmal. Ach, keine Munition hier. Leck mich doch. Schink, schink, schink. Irgendwie kann ich die jetzt mehrmals treffen, habe ich das Gefühl. Oder meine ich das nur? Zack, zack, komm schon, komm schon. Jawohl, du bist tot. Dankeschön. Verbandskasten, prima. Gebrauchsanweisung. Schlüssel. Sehr beunruhigend, sehr beruhigend. Was? Ja, den Sarkasmus, den kannst du daheim lassen. Der bringt dir jetzt auch nichts mehr hier. Beim Überleben. So, einmal abspeichern. Blieb da, 2. Da 2 und 8, bitte. Was soll dich? Gut, da unten, weiß ich, sind wahrscheinlich jetzt auch 2 Zombies drin, anstatt nur einer. Doch nur einer, okay. Bisschen Munition, lauf in die Klinge rein. Ich möchte nämlich schön hier den Computer in Frieden benutzen. Ih! Okay, das war blöd, wenn ich den gegen die Wand drücke. Das ist dann nicht wie in einer Romanze, wo sie sich dann denkt, hoch, was machst du mit mir, hoch, sondern hier, die beißt mich dann selber, neckt mich selber ein bisschen. Zack, zack, dankeschön. Einmal Munition. Und ich komme hier jetzt keine Zombies raus. So, Computer benutzen, klick, klapp, klub, los, Hacking Skills aktivieren. PC. Lontex. War das Lontex? Richtige Scanwort, bitte. Dankeschön. Entsperrt. Klasse. Einmal erschrecken. Das war jetzt. Das war nur zum Erschrecken, oder? Da ist nichts passiert. Ist keiner rausgekommen. Das war einfach nur zum Erschrecken. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Was sagt die Zeit? Was sagt die Zeit? 15. Aha. Keine Ahnung. Also wenn dieser Code für was ist, dann muss ich mir das danach nachher in Ruhe nochmal anschauen. Alles klar, ich bin jetzt bei gut 20 Minuten. Das muss doch jetzt klappen. Ich schon Zombie drehen. Nur der große Zombie, alles klar. Mag ich überhaupt nicht. Abhängen, abhängen,
247. Ich statte schon mal hier meine Shotgun aus. Tsch. Kombination eingeben. 247. Klicke du, raus bist du. Diesmal werde ich mich nicht erschrecken. Diesmal wird mir die Luft nicht wegbleiben, wenn der jetzt gerade hier die Augen geöffnet hätte. Denn wäre es auch gewesen. Okay, alles klar, Freundchen. Komm mal her, du. Und. Okay, okay, alles klar. Ich komme zu dir. Hehe. Der hat jetzt aber weniger gebraucht als beim letzten Mal, oder? Habe ich hier ziemlich das Gefühl, der hat nicht so viel. War ich beim letzten Mal einfach nur zu vorsichtig? Oder war ich jetzt einfach nur zu gut gewesen? 25 Minuten, fast eine halbe Stunde. Brr. Solange jetzt der letzte Teil mit dem Snipe nicht so schwer wird, dann wird es ja hier wirklich hier ein Spaziergang werden, der Rest. Hihihi. Alles klar. Da drin weiß ich ja, ist auch nochmal ein Zombie-Line. Vielleicht sogar zwei Stück. Dann nehme ich doch gleich meine Shotgun. Hä? Komm her. Ja, wunderbar. Vorbei ist gewesen. Kann ich nichts nutzen. Einmal Karte rein. Einmal aktualisieren. Bitte, Dankeschön. Haben wir die Info genommen. Lancaster Schwein. Alles klar. Das war jetzt aber nur so Nebeninformationen. Gut. Einmal nachladen. Jawohl. Jips. Und weiter geht's. Einmal nach draußen, dann einfach... Ach stimmt, dann kommen noch mal ein paar Zombies durch die Straße durch und dann bin ich schon bei der Tankstelle. Elektronisch versichert, stimmt ja. Wäre jetzt blöd gewesen. Wie mache ich jetzt die Türe auf? Hat gar keine Türklinke. Okay, kommt her. Also, bei mir ist die Munition... Jetzt ist mir die Munition ausgegangen. Na, dankeschön. Ja. Fände es schön, wenn ich hier nicht, aua, ins Leere schieße. Eigentlich kann ich jetzt einfach wegrennen. Ihr könnt Zombie sein, so viel ihr wollt. Ah, ich hab's geschafft. Einmal links schauen, einmal rechts schauen, einmal links schauen. Miep, miep. Ah, hier kommt der LKW ran. So, meine Damen und Herren. Und das innerhalb von unter einer halben Stunde. Und ich mache mir Sorgen, dass ich das nicht kann. Der Joe kann mehr als man denkt. So. Jetzt muss ich noch den letzten Abschnitt packen und dann war es das gewesen. Also entweder war es nicht so schwer, wie ich mir das vorgestellt hatte, ja. Oder dadurch, dass ich halt alles weiß und ich Übung drin hatte, war ich besser drin gewesen. Was heißt sogar, jemand, der sagt, ich bin nicht so gut in Überlebensspielen, der kann das beweisen. Alles klar, los geht's. Rechter Platz. Ich hoffe, dass die jetzt nur von rechts kommen. Eins. Zwei, genau. Ach, du bist ein bisschen. Das sind wirklich mehr Zombies. Ach, die können sich auch noch hinter den Schildern verstecken. Mission fehlgeschlagen. Na, dankeschön. Es sind mehr Zombies, um einiges mehr. Ich habe ja Zeit, aber die können sich auch hinter den Schilden hinter dem Schild verstecken. Die blöd. Jetzt sag nicht, jetzt kommen auch von der anderen Seite welche. Mission fehlgeschlagen. Von wo? Ich glaube, die waren doch alle von rechts gekommen, oder? Ich wiederhole nur, das mit dem kleinen Zielfernrohr, das finde ich trotzdem blöd. Das war knapp. Andere Seite.
Von wo kommen sie? Da. Andere Seite? Ja. Ah, jetzt nicht unvorsichtig werden, Jovo. Hast es fast geschafft. Und? Noch eine Runde. Mission erfolgreich! Ja, sorry! Beim dritten Versuch! Wupp, wupp! Gibt es vielleicht doch irgendwie jetzt ein extra Ende, weil man sie auf der Originalschwierigkeit geschafft hat? Genauso wie bei Wemso Carnival of the Dead. Auf the Undead war es ja gewesen. Wer weiß, wir gucken mal. Vielleicht war dafür sogar der geheime Code gewesen, wobei ich habe da nirgends ein Menü gesehen, wo es hieß, oh, geben Sie jetzt den Geheimcode ein. Miep, miep. Bäh. Diese drei armen Zombies, die muss nochmal hier platt gefahren werden, damit es auch, damit uns gezeigt wird, jaha, jetzt verlassen wir die Stadt. Na, geht man uns verfolgen, nur die Regierung, wir werden überleben, wir werden weiterleben, dieses Leben haben wir jetzt hinter uns gelassen. Leb wohl, Alan. Und? Nix. Meine Damen und Herren, das war Haunted Horror Biohazard 3, die Original-Schwierigkeit und sozusagen mein Time Attack. Und knapp eine halbe Stunde. Also es ist wirklich machbar. Hat der Basti mich irgendwie angelogen, wie in anderen Fällen, sondern es ist wirklich machbar. Aber ich habe mir nicht die Dialoge angeschaut. Ich habe wirklich bin einfach viel weggelaufen. Was aber, denke ich, auch einfach von Vorteil war. Da habe ich wirklich dann ein besseres Verständnis gehabt. Wann muss ich Feinde töten? Wann kann ich einfach durchrennen? Ich habe aber trotzdem das Gefühl gehabt, ich habe bei vielen Gegnern nicht so lange gebraucht. Entweder liegt es daran, weil ich einfach wirklich aus Gewohnheit einzelne Schüsse abgegeben habe. Einmal, damit ich nicht daneben ziele. Zweitens, damit der Gegner halt nicht durch seine Unverwundbarkeit dann, dass da der eine Schuss durchgeht. Dadurch, dass er aber mit der Shotgun mehrere Gegner treffen konnte oder dass ich halt, wenn die hintereinander waren, auch mit der normalen Pistole einfach durchgeschossen habe und somit habe ich immer jemanden getroffen, ging's wunderbar voran. Also wirklich, jetzt habe ich hier, ich fühle mich gut, ich habe es jetzt wirklich komplett abgeschlossen, sogar auf beiden Schwierigkeitsstufen. Keine Ahnung, ob diese aufleuchtenden Zahlen bei den Safe-Slots, ob das jetzt ein geheimer Code war, wink, wink, oder ob das jetzt einfach nur irgendwie was mit dem Code selber zu tun hat, dass wenn man das ausgewählt hat, dann war da jetzt halt ein, also im Programm selber, im RPG Maker Programm, dass da einfach was aufgepoppt ist. Wer weiß, wer weiß. Wenn sich herausstellt, dass da noch was ist, meine Damen und Herren, dann werde ich nochmal ein kleines Video dazu machen. Ansonsten war es das jetzt wirklich gewesen. Haunted Horror Biohazard ist abgeschlossen. Alle drei Teile gespielt. Original laut. Lautstärke. Schwierigkeitsstufe. Und auch die einfache, da haben sie also gesehen, ob nun einfach oder schwer, es ist machbar. Der Jovo ist schon lebende Beweis. Also ich bin auch ein Zombie. Ein ziemlich guter Schreiter, so ein Zombie. Ich habe ja auch schon Heißung auf Fleisch. Ah, Nuggets! Aus Hähnchenfleisch! Nee, Menschen, da habe ich mich schon lange davon hier abgewiesen. Nein, wenn dann nur Tiere. In meiner blassen Haut würde ich da sogar durchkommen. Hä? Da laufe ich einfach durch die Zombie-Apokalypse einfach hier ein bisschen hier dreckig ins Gesicht und ey, wer bist denn du? Ich bin Austauschstudent aus Germany. Hallo, guten Tag, wie geht's denn so? Ah! Alright! Let's feast on the humans! Yeah! No, I like chicken more. You're a strange one. I like it. Ich werde schon wieder komisch. Also dann, meine Damen und Herren, falls Sie sich dann dieses Video auch noch angeschaut haben und nicht nur beim Finale verblieben sind, dann kann ich nochmal sagen, wenn es Ihnen gefallen hat, dieses Projekt, dann lassen Sie es mich bitte wissen, teilen Sie es mit Ihren Freundinnen und Freunden, damit deren Langeweile verfliegen kann. Möchten Sie mehr von Rail Games sehen, dann schauen Sie auf der Webseite vorbei, Link in der Videobeschreibung und auch auf meinem Kanal verlinkt. Und wenn Sie
Dann habe ich gerade einen Aussetzer, einen Blackout. Wieder hochfahren. Und wenn Sie schon gleich weitergeschaut haben, Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal alles wiederholt habe, aber ich bin schon Gewohnheitstier, muss immer das gleiche passieren, ansonsten kann ich schon mal ein bisschen ungemütlich werden. Und da kann ich nur wieder mal sagen, wir sehen uns hoffentlich wieder bei einem meiner nächsten Projekte, je nachdem, was das sein wird, wenn Sie sich von mir anschauen. Und bis dahin kann ich nur noch sagen, hier 93 Jovo, I love the Nathaniel, tschüss, and goodbye.